Jürgen ist für mich die gefühlsstärkste, konzentrierteste, ja, und auch hoffentlich andere berührendste Gattung der Literatur. Sturzflug. Die Tage, die wir verbrennen, rücken einander nah. Die Stunden, die wir verrennen und was im Schlaf geschah. Wege liegen im Weg, schwarz steht die Wolkenwand. Und doch kommst gelocktes Schäfchen, du übern Himmel geflammt. Der wetzt sein blaues Messer, du fällst in meinen Kuss. Der Asche schmeckt und Apfel und genügen muss. So wichtig, dass der Autor mit seinem Wesen, sein Gedanken und Gefühl das Rückgrat in sich, das Streben nach Wahrheit und Erkenntnis, aber auch immer wieder nach einem tiefen Gefühl. In einer Welt, die immer kälter wird, die immer technisierter wird und dadurch uns etwas kümmern lässt von innen her. Kriegsgott für uns ausgesucht. Die Front verschlang das Hinterland. Eisern pressten Fäuste im Pfand. Wer ohne Habe hierher kam, dem sah man's noch den Kindern an. Nach stummem Leid ein stummer Frieden. Dem Bruder war er nicht beschieden. Ohne aller Eltern Grab spricht sich leicht das Pfahlrecht. Die Zunge, die mir Grund erwirbt, pflügt den Himmel, der schon stirbt.